Ein Tor aus dem Rückraum, du hast das angesprochen. Der war nicht ganz so einfach, weil die Distanz natürlich zum Tor schon richtig groß war. Aber klar, man stand eben halt unter Druck, Zeitspiel war angezeigt. Und was willst du noch machen? Sie war eben halt weit weg vom Tor. Also nochmal Druck aufzubauen ist relativ schwer. Dass du eben halt nochmal ein, zwei Pässe spielen musst, so kannst du eben halt den direkten Wurf nur nehmen. Und du hattest mit ein bisschen Glück auch das Erfolgserlebnis. Und jetzt macht Grünweiß hier den nächsten Kontertreffer über Kitty Krolle, 23-12. Und man hat nicht den Eindruck, dass Wismar hier in Überzahl spielt. Das nicht. Und wie gesagt, nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der zweiten Halbzeit ist es jetzt eben halt so, dass man eben halt in der Abwehr zu leichten Ballbesitzen kommt, auch wenn es eben halt jetzt hier nicht ganz gegeben war. Ja, Bank hat da übertreten moniert, nicht gepfiffen. Aber na, kosmetischer Fehler, sagt man dann 23-13. Und jetzt ist meine Schulter hat sich da wehgetan. Er kam mit einem relativ hohen Tempo, wollte das schnelle, einfache Tor erzielen. Ging auf die Abwehr herauf. Ist natürlich da auch eben, wo es weh tut. Da geht sie hin und das sieht man eben halt. Ja, auch da wird es den Wechsel geben, aber ich bin mir da auch sicher, dass auch Maike Schul da bald weitermachen kann. Ja, man ist ja in einer komfortablen Situation, dass man A deutlich führt, B, wenn man eine Jennifer Kriegsmann einwechseln kann, dann hat man, glaube ich, schon eine gute Bank. Ja, zumindest wenn man vom B-Jugendbereich ausgeht. Vom anderen Bereich kann ich momentan nicht ausgehen. Wobei sie ja auch im Frauenbereich jetzt schon mehr und mehr Spielanteile bekommt. Und auch ihre Rolle dort gut erfüllt. Das heißt, auch da ist es eben halt nicht der Leistungsabfall so groß, dass man sagen muss, die kann man gar nicht bringen. Ja, ich würde nochmal gerne kurz auf das Unterzahlspiel zu sprechen kommen. Wäre es im Unterzahlspiel eigentlich vorteilhaft, in der Kleingruppe zu agieren, quasi, weil man dann ja diese Unterzahl nicht so merkt, wenn man mit zwei, drei Leuten sich da versucht, die Lücke zu machen? Ja. Und wie das passive Spiel angezeigt? Jetzt nochmal den Freiwurf und jetzt kommt das, was man als Stellen bezeichnet. In dem Fall Jennifer Kriegsmann scheitert an der Torhüterin. Tina Schulz. Und da spricht der Wismarer Trainer genau das an, was du auch schon gesagt hast. Mit seinen Worten, Bewegung, kein Schachspiel. Dann scheine ich ja mit meinen Aussagen nicht ganz falsch zu liegen. Nein, das ist so. Das ist, wir spielen hier nicht auf der PlayStation, wo die zwei Daumen reichen. Sondern letzten Endes ist es ein Bewegungssport. Und nur wer die Bereitschaft hat, sich zu bewegen, zu laufen, mit Einsatz zu spielen, der wird auch was erreichen. Und da ist sie völlig frei, aber da vertraut sie sich nicht, Christine Vogt. Ja, der Winkel war für sie schlecht, weil sie eben halt nicht richtig zum Tor stand. Wenn sie gerade außen Richtung Tor steht, dann ist es auch relativ leicht, aus dem Winkel zu treffen. Fuß nicht geahndet, aber da gibt es auch Neuregelungen zu Fuß. Und Jennifer Kriegsmann scheitert erneut. Antina Schulz. Wenn du das sagst, wird das so sein. Ja, also es gibt dieses Jahr neue Regelungen, dass nicht Fuß nicht zwangsläufig gepfiffen werden muss, wenn eben keine Absicht oder kein direkter Vorteil daraus entsteht. Naja, da habe ich dann als Trainer, glaube ich, ein Problem mit. Weil für mich ist Fuß Fuß. Und dementsprechend auch eigentlich meines Erachtens so nach zu ahnden. Ich glaube auch, die meisten Schiedsrichter tun das so. Gut aufgepasst von Jennifer Kriegsmann, aber genau in die Hände von Josephine König und sie spielt an den Kreis zu Laura Blum, die ihren fünften Treffer in diesem Spiel macht, 23-14. Und das
bisschen Unmut auf der Schweriner Bank, weil der Wechsel nicht so sauber funktioniert hat, wie das ja, sein soll. Kann schon ein kleiner Wechselfehler sein. Wenn das natürlich ein Spiel ist, was spannend steht und das Kampfgericht richtig aufpasst, sind das 2 Minuten gegen Schwerin. Wer genau bekommt dann die 2 Minuten? Die Spielerin, die zu früh aufs Feld getreten ist. Weil letzten Endes ist es ja so gewesen, dass man zwischenzeitlich mit 8 Leuten auf dem Feld stand. Das wäre denn hier der Fall von Enrique Rosenkranz gewesen. Also Fred wechselt weiter durch. Jetzt mit Enrique die nächste Spielerin, die zu ihren Spieleinsatzzeiten kommt. Und die eben angesprochene gleich mit der Wurfchance, aber dann einen Pfosten. Wie ist ja eigentlich in Sachsen wird bei Grün-Weiß hier übergreifend gearbeitet, also stufen- und mannschaftsübergreifend. Jetzt das Tor von Josephine König. Wer hat da eigentlich Vorrang, sag ich mal, wenn man jetzt hier von Jennifer Kriegsmann ausgeht, die ja zum Teil in der ersten Mannschaft schon gespielt hat. Wo trainiert die? Bei der ersten oder bei der B-Jugend? Naja, Jenny gehört ja mit zum Perspektivkader. Da gibt es im Rahmen des Perspektivkaders eine Absprache. Das heißt, dass Leute, die dort eben halt mittrainieren, mindestens einmal höherklassig trainieren. Das ist ja bei mir Jule Schiller, die ja auch im Perspektivkader ist. Die trainiert auch einmal in der ersten Damenmannschaft mit. So ist es bei Jenny auch. Und individuell gibt es dann zwischen den Trainern auch nochmal Absprachen. Jetzt gibt es hier die zweite 2-Minuten-Strafe gegen Jennifer Kriegsmann. Ja, sie konnte einfach nicht loslassen. Und erneut 7 Meter für die TSG Wismar. Nein, aber sonst sind es diverse Absprachen zwischen den Trainern. Und diesmal gehalten von Anna Harm. Jetzt gegen Kitty Krölle, Stürmer, faul entschieden. Und das haben sie schön ausgespielt, Ball in Überzahl. Sicher ausgespielt und Julia Teich mit dem 24-16. Nur ist es ja so, dass es in der A-Jugend keine Oberliga-Mannschaft oder Oberliga an sich gibt im Frauenbereich dieses Jahr. Dementsprechend habt ihr ja die zweite Mannschaft gegründet. Also die zweite Mannschaft. Ist das bei Wismar sah das auch nicht so gut aus. Jetzt sehen wir auch hier, dass die B-Jugend nicht zum oberen Teil der Oberliga gehört. Im B-Jugendbereich. Und auch die C-Jugend tut sich ein wenig schwer bei Wismar. Wobei es aber noch die jüngere C-Jugend ist. Ist es dann das der erste Jahrgang, der erstmals wieder leistungsmäßig in dem Nachwuchs anknüpfen kann? Ja, das muss man in diesen Jahren dann halt sehen. Wismar, ich sag mal, letztes Jahr in der D-Jugend war ja auch recht erfolgreich. Ich glaube, Vizemeister sind sie geworden nach der D1 von uns. Klar, muss man in Wismar noch einiges an Geduld mit sich bringen, dass man dort eben halt vorankommt. Ja, da gibt es 7 Meter. Für Grün-Weiß-Schwerin. Und erstmals Johanna Prosig im Tor. Für Wismar.
Jennifer Kriegsmann frisch von der Strafe wieder an den 7-Meter-Punkt. Und sicher verwandelt ihr fünfter Treffer bei diesem Spiel. Dann zum Anfang war es noch sehr, haben sie klar gesagt, jetzt höre ich ein bisschen wenig auf Schweriner Seite, aber es passiert auch wenig. Die Abwehr tut das, was sie tun muss, nicht mehr. Und ich denke mal, dass man sicherlich vielleicht nochmal auf einfache Ballgewinne kommen könnte, wenn man noch konsequenter in der Abwehr spielt, noch mehr Beinarbeit leistet. Aber momentan ist es so, dass man sich mit der gezeigten Leistung einfach zufrieden gibt. Ist auch schwer für die Mannschaft, sich immer wieder neu zu motivieren, wenn man Ergebnisse deutlich gestalten kann. Dann machen solche Spiele wie gegen Neubrandenburg letzte Woche machen einfach mehr Spaß. 7 Meter für Grünwald-Schwerin. Ja, 7 Meter Jennifer Kriegsmann erneut. Und wieder gegen Johanna Prosig. Wieder erfolgreiche 6er-Treffer. 26-16. Ja, du hast es vorhin angesprochen, Schwerin Leistungszentrum, also man braucht auch fähige Trainer, aber was zeichnet ein Leistungszentrum eigentlich genau aus? Ja, es sind mehrere Dinge. Ich sag mal, hier sieht man das auch, dass wir mit hauptamtlichen Mitarbeitern arbeiten, dass wir die Altersklassen alle besetzt haben, außer die A-Jugend, weil es sie auch nicht gibt. Dass du eine Mannschaft relativ hochklassig spielen lässt, das Ausbildungskonzept für die Mädchen in Zusammenarbeit mit dem Sportgymnasium, was wir ja auch haben. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man sicherlich bei anderen Vereinen schaut, wo es eben halt noch nicht so ausgeprägt ist. Weil wenn wir eben halt mal schauen, wir haben... Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Laura Blum. Und die hätte es auf der anderen Seite auch geben können für Jeske. Das sehe ich ein Stück weit anders. Das sehe ich ein Stück weit anders, weil war ein Freiwurf gegeben für Schwerin. Die Gegenspielerin lässt nicht los und sie versucht sich einfach zu befreien. Und